Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen wieder zurück zu TerraTech. Es schleichen sich immer wieder Gegner hier an meine Base an und das gefällt mir mal ganz und gar nicht. Naja, kümmern wir uns mal um diesen Gegner hier. Wobei, der ist ja nicht immer bewaffnet. Ich korrigiere, er war noch nicht einmal bewaffnet. Und um die drei können wir uns auch direkt mal kümmern. Die rasten ja wieder komplett aus. Und um die drei da hinten ebenfalls. Nee, nee, nee. Also mit den Gegnern meint es das Spiel manchmal zu gut. Anders kann ich das auch nicht erklären. Weißt du was, da wir gerade zwei Storage Units dabei haben, können wir die mal hier vorübergehend stehen lassen. Nee, komm. Machen wir es anders. Sammeln wir hier noch ein bisschen Schrott ein. Sobald du hier alles aufgesogen hast, können wir natürlich weitermachen. Stellen wir dich mal hier hin. Du sagst in der Zwischenzeit das Zeug ein. Dann kommen vielleicht noch die Blöcke da rein. Dann holen wir uns noch diesen Dreierpot da hinten. Und dann machen wir irgendwas Cooles mit diesen Designblöcken. 3, 2, 1, go. So, weiter. Wie gesagt, die hier zerlegen wir noch. Oh, guck mal, da landet schon wieder ein Gegner. Also das Spiel übertreibt es damit ja wirklich. Ach ja. Wenn die hier nicht in 1000 Einzelteile zerplatzen würden, wäre es ja vielleicht auch ganz angenehm. Moment. Da fahren wir doch mal hier lang. Räumen den da noch aus dem Weg. Yep. Der will's nicht anders. Finger weg von meinen Storage Units. Sonst werde ich sauer. Und das war's. Haben wir wieder eine Belohnung? Yep. Da ist die Belohnung. Ich würde mal sagen, wir holen erstmal diese Storage Unit hier ab. Oder direkt beide. Und dann sammeln wir auch das ganze Zeug hier ein. Guck mal, da haben wir was Tolles bekommen. Ob das jetzt wirklich toll ist, weiß ich jetzt nicht. Was ist denn das? Ein Venture Scrapper. Jo, der hat uns noch gefehlt, glaube ich. Und du kommst dann mal hier hin. Na komm schon, saug alles ein. Damit wir weiterfahren können. Ja, da hinten liegt noch irgendwie eine Belohnung für uns. Als wir mit dem Hubschrauber von der Luft aus gejagt haben. Guck mal, da ist wieder was gelandet. Schon wieder so ein Strauß. Guck mal diese Beine da an. Keine Ahnung, ob man das auf YouTube von hier aus erkennen kann. Sieht aber schon arg merkwürdig aus. Naja, meine Vehikel sind auch merkwürdig, von daher kein Problem. Also ab zur Base. Lass uns was bauen. Gerne mit Vollgas. Bim, 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 bim. So, dass es gerade dunkel wird. Nicht dein Ernst. Was zur Hölle bist du denn für einer? Das ist doch wohl ein schlechter Scherz gewesen, oder? Na ja, komm, die Teile lasse ich erstmal liegen. Nun gut, dann brauchen wir ein Cockpit.
Was für eins nehmen wir? Nehmen wir ein Venture. Ja. Gut. Blöcke. Nun gut. So berauschend sieht es auch nicht aus, so ganz ohne Textur. Oder bauen wir ein Formel-1-Auto oder sowas in der Art? Kann man ja auch machen. Wird dann aber nur arg lächerlich aussehen. Vor allem, wenn man keine roten Blöcke mehr hat. Gib mal her. Rote Blöcke wollte ich haben. Noch eine ganze Menge. Dann noch ein paar weiße Blöcke. So, dann können wir weiterbauen. Noch ein weißer Block hier hin. Roter Block hier hin. Roter Block dahin. So, dann gib mir mal bitte von Venture so ein Teil hier. Für einen Heckspoiler natürlich. Heckspoiler. Schade, dass es keine Dreieckblöcke gibt, so wie von diesen Dingern hier. Ich kann mir einfach mal so einen hier als Abschluss nehmen. Ja, warum denn nicht? Und dann kann ich den Heckspoiler dran klatschen. Achso, da ist nur ein Rad gespawnt. Warum auch immer, ich weiß es nicht. So, dann brauchen wir eine Radaufhängung. Natürlich auch eine Frontspoiler. Dann haben wir ein Formel-1-Auto, was selten dämlich aussieht. Alles klar. Moment, geh mal auf alle Blöcke. Bauen wir dich noch hier hin. Die Lufteinlasskanäle müssen doch auch halbwegs passen. So. Ach ja, ein lächerliches Formel-1-Auto. Warum denn nicht? So, du hier hin und du hier hin. Dann kommst du hier hin und du hier hin. Und dann hätte ich gerne noch ein paar Reifen. Dann nehme halt die schnellen von Venture. Wobei, ich glaube, die Aufhängung, die hätte man lassen können, weil die Reifen haben ja ihre eigene Aufhängung. Dann können wir ein bisschen in der Gegend rumfahren. Als ob es irgendeinen Sinn hätte. Die FPS bereiten mir hier ein bisschen Sorgen. So ist besser. Ich glaube, das Spiel kommt mit dem Tempo nicht klar. Ach so, weil hier wieder 500.000 Gegner in der Gegend sind. Naja, wir haben jetzt was mit diesen ekligen Designblocks gemacht, die ursprünglich ja cooler aussahen, aber hey. Na komm, stellen wir dich hier ab. Und dann machen wir ein bisschen Jagd. Auf die coole Art und Weise. Wie zur Hölle bist du hierhin abgedriftet? Tanken wir dich erstmal. Ich glaube, diese weißen Blöcke hier, die haben wirklich massive Probleme damit, also die texturlosen Blöcke haben wirklich Probleme damit, FPS auf die Reihe zu bekommen. Ich weiß auch nicht, warum. Naja, das Spiel ist komplett merkwürdig, was die Optimierung angeht. Oder ich habe es einfach maßlos übertrieben und hier steht mittlerweile so viel Zeug rum, was ja gar nicht gesund sein kann. Batteriestatus kann ich nicht überprüfen. Alles klar. Ich
Na gut, hoffen wir mal, dass du jetzt vorne nicht zu viel Gewicht hast. Und auch nicht zu wenig. Gut. Ich fliege ja eher am liebsten rum. So, stabilisier dich. Da ist gerade ein Gegner neben mir gelandet. Habt ihr die Rakete gesehen? So, dann greifen wir erstmal euch an. Das war der erste von beiden. Dann holen wir uns direkt noch den anderen. Und ja, ich habe immer noch das Gefühl, dass wir vorne zu viel Gewicht haben. Zu wenig. Bin ich bereits auf Bodennähe? Wir sind sogar gelandet. Unglücklicherweise. Und dann hebt nochmal ab. Nun gut. Ach, der Gegner hier hat sich verzogen. Sehr schön. Oh, guck mal, da ist er ja. Stabilisieren! Und weg ist er. Ja, wunderbar. Eine Invasion. Du meinst es aber auch zu gut mit mir spielen, ne? Ne, jetzt dürfen wir halt nicht mehr permanent aufs Gas gehen. Ich glaube, das sind Ersatzteile hier, was hier noch rumliegt. Und Feuer. Und hat sie ihn zerfetzt? Nein. Dafür feuern die aus allen Rohren. Vielleicht sollten wir mal wieder einen Düsenjet bauen. Hoppala, 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 hoppala. So, neue Angriffswelle. Und war das ein Treffer? Ich weiß es nicht. Ja doch, es war ein Treffer. Der ist weg. So, dann wenden wir mal zum nächsten Angriff. Wenn du nicht wieder irgendwie landest. Und dann schalten wir einen von euch aus. Spiel, beruhig dich doch mal. Moment, bist du der Invasor? Nee. Du hast einfach nur Sachen, die ausgedient sind. Und direkt landen hier 500.000 Gegner. Weil wir ja so schon nicht genug FPS haben. Da können es ruhig ein paar Gegner mehr sein. Genau. Oh, du hast es überlebt. Schade. Nein. Nein. Wenn du halt mal eine Zeit lang vom Gas runtergehst, dann bekommst du ein kleines Problem. Na komm schon. Alles stabilisieren und Vollgas. Also ab und zu fliegt das schon noch wie so ein Sofa. So, weg mit dir. Er lebt immer noch. Der grelle Wahnsinn. Gut, dann fliegen wir nochmal zu dieser Dreiergruppe, schießen die an, wenden da nochmal. Fliegen nochmal einen Angriff auf den Invasor. Zu früh geschossen. Oder doch was getroffen, ich weiß es nicht. Greifen wir nochmal den Invasor an.
So, feuerfrei. Achso, die keilen sich hier. Hab ich den jetzt kaputt gemacht? Ja, ich weiß, andere Leute invasieren. Da könnte ich ja meinen Hubschrauber rüberschicken. Ich glaube, da wird sich bestimmt jemand freuen über die Teile. Vor allem, wenn sich der Hubschrauber selbst in die Luft jagt. Und der wäre auch erledigt. So, greifen wir den hier an. Haben wir sonst nichts Besseres zu tun und da landet direkt der nächste. Ich wünschte, es gäbe irgendwie so eine Einstellung, damit man sagen könnte, yo, Spiel, übertreib's mal bitte nicht. Oh. Jetzt sollten wir mal zurück zur Base fliegen. Zum Nachtanken. Runterziehen. So, Landeanflug einleiten. Gut. Das war doch mal eine Bilderbuchlandung. Genau, einmal hier wieder nachgetankt. Dann fliegen wir den nächsten Angriff. Naja, so viele Batterien sind da nicht verbaut, also müssten die längst voll sein. Genau, der hier ist der nächste. Fährt ihm jetzt eiskalt hinterher oder was? Und Feuer. Was hat das überlebt? Nein. Das täuscht manchmal nur. So, wo ist mein Verfolger von gerade eben? Der hat sich in Luft auf. Oh, der ist bei der Base. Moment, lande mal einfach. Landen, hab ich gesagt. Landen, stehen bleiben. Zerschießt dich einfach meine Sachen oder was? Guckt euch mal den hier an. Der hat doch den Verstand verloren. Dass der sich einfach hier hinstellt. Auf meine Base ballert. Ja, geschieht dir recht, Freundchen. Genau, von mir aus können die Teile hier zerlegt werden. Geht's dir gut, Hoverboat? Haben die dir wehgetan? Sieht in Ordnung aus. Weil du permanent hier aufgeladen wirst. So, zurück zu unserem Hubschrauber. In der nächsten Folge werden wir mal wieder ein klassisches Düsenjet bauen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ein Düsenjet von Venture oder eins von Hawkeye bauen soll. Vielleicht brauche ich ja auch beide. Dann hätte ich zumindest noch Material für zwei Folgen. Könnt ihr gerne mal Vorschläge in die Kommentare schreiben, was man sonst noch so alles bauen könnte. Nicht, dass mir irgendwann mal die Ideen hier ausgehen und ich dann irgendwann mal hier sitze und mich frage, ich müsste jetzt mal eine Folge aufnehmen, damit was kommt, aber ich wüsste jetzt nichts, was so cool wäre, was man noch bauen könnte. Also wie gesagt, noch ein Hawkeye, Düsenjet und noch ein Venture. Und da mal gucken. Ja, die halten doch eine ganze Menge aus, diese Geocops, wenn man nicht direkt das Cockpit trifft. Oh, da ist ein Flugzeug gelandet. Schade, dass die KI nicht in der Lage ist zu fliegen. Oh, FPS! Oh nein. Durchstarten! Du lebst noch. Und ja, es würde deutlich mehr Spaß machen, wenn ich mehr FPS hier hätte beim Fliegen.
Gut, hier beim Rumstehen habe ich genug FPS. Ja, gut. Oha. So, bist du weg? Nein. Schade. Beschießen die mich oder beschieße ich mich da gerade selber? Na komm, einen Angriff machen wir noch. Also ich weiß nicht, manchmal hat er so Momente, da will er einfach nicht mehr. Dann zieht er einfach vorne hoch und ich kann nichts dagegen machen. Das ist das sogenannte Sofa-Verhalten. Genau jetzt. Oh, knapp daneben. Seht ihr? Da fällt einfach wie so ein nasser Sack vom Himmel. Oh nein, nicht kaputt machen. Nicht kaputt machen. Na komm schon, wir fahren zu Fuß. Fliegen ist ja ab und zu auch ungesund. So, können wir hier landen. Und dann würde ich sagen, meine Freunde, in der nächsten Folge geht es dann weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.